willkommen. ja, wir haben direkt ein paar weitere Projekte vor uns. Zwar muss ich gerade überlegen, wo baue ich das Ding nochmal? Wir wollen was hiermit testen. Fahrzeuge, LKW-Stationen. Oh Gott. Damit wollen wir ein bisschen was testen. Wo ja. war? Ja, die Kupfermine haben wir ja markiert. Ich lese mal den Text dazu durch. Sind Ressource, bla 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 bla. Okay, ja, passt. Ich brauche dazu 10 Rahmen, 25 Kabel und 5 Rotoren. Du wirst die Dinger immer betanken, beziehungsweise die kann man automatisch betanken lassen, wenn da was drin ist. Ja, wir haben hier genügend vom den Brennstoffzellen, ne? Also, Tank, die Brennstoffzellen, ja, ja doch, tun sie. Wir müssen halt einfach nur dafür sorgen, dass genügend immer drin ist. Ja, kriegen wir hin. Ich fülle mal gerade das auch, was ich auffüllen kann, ne? Jo. Ja, Draht haben wir in der Maschine gerade mal 159, ne? Ist leer. Also, ja gut, das ist ein bisschen blöd jetzt. Ja, und Draht kriegt man wo raus? Mario. Ist jetzt ein bisschen blöd. Genau, aus Kupfer. Wir haben viel zu wenig Kupfer. Ich brauche mehr versteckte Eisenplatten. Wir brauchen Züge. Ganz viele Züge. Ja, aber die haben wir ja noch lange nicht. Ja, von der Forschung her gesehen nicht. Nein, das stimmt. Noch 20 Sekunden, dann können wir Katerium erforschen. Katerium? Ja, hast du das bei dir im Inventar oder wo hast du das? Weiß ich gerade nicht. Also Katerium habe ich ja aber schon gefunden, eine Quelle, ne? Ja, aber erforschen müssen wir das noch. Ach so. Hier bei uns in der Base. Akaterium haben wir hier. Ich gebe es mal in Auftrag. Crystals on this slot can be harvested and converted into two power shards that function with current Ixit technology. Several buildings would be capable of performing over 100% capacity if infused. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 2. Jetzt brauche ich noch Rotoren. Wie viele brauche ich? Ich glaube 10 waren das, ne? Ich meine, das waren 10, die ich brauche. Das ist einfach nur geil, dass wir gerade gar kein Problem mit Strom haben, ne? Jetzt mal, dass ja alles selbst erzeugt wird jetzt, ne? Boah. Zurzeit ja. Es waren nur 5 Rotoren, die ich brauche. Ja, egal. Aber ich muss hier eben mal 2 bauen. Wie weit waren die Kupfermine entfernt? Ich brauche davon noch mehr. Und dann brauche ich noch. Ich brauche Rohre. Yay, Rohre! Juhu! So. Bam, 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 bam. Wo war der hin? No. War nicht markiert. Hm. So um die 200 Meter, die wir mit der Strecke zurücklegen müssen. Geht Meter. Ja noch. Achso, mit dem Kupfer jetzt, meinst du? Ja. Ja, geht klar. Ja, willst du das echt mit LKWs machen? Mal zumindest testen. Ja, testen auf jeden Fall. Haben wir ja gar keine Ahnung bisher. Boah, was fehlt mir jetzt schon wieder? Achso, Rohre. Rohre und Platten. Und Schrauben. So eine Ahnung, wie hoch man sich bauen kann. Keine Ahnung. Würde ja gerne mal testen, ne? Dann viel Spaß. Und ja. Das haben wir auch. Jetzt fehlen mir nur noch ein paar Kabel. Wie viele waren das? 25 Kabel fehlen noch. Warte mal. Ja,
20 mal 2. Warte mal kurz, was? Achso, ja doch. Nochmal 25. Und wie geht's hier so? Ich bin gerade dabei, noch hier Kabel zu sorgen. Insgesamt 50 Kabel. Ja. Das kann wieder da rein. So. Ja, wo bauen wir denn LKW Station 1? Ich würde dir empfehlen, neben. Ja, so in die Richtung. Ich baue die so hinter die Weltraumstation. Hinter den Weltraumlift. Ja, doch. Boah, den hier so. Habe ich zufällig jetzt hier was für Fundamente dabei? Nee, ne? Kann ich dir leider nicht sagen. Das sieht schlecht aus. Ach, egal. Guck mal, ob er den da ohne Fundamente eventuell bauen kann. Ja, doch. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier jetzt gemeint ist. Was? Hä? Zweimal orange, einmal grün. Was wollen die? Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann mal gucken. Ach, und wenn du dich fragst, wo ich bin, einfach immer zum Himmel gucken, ne? Jetzt ernsthaft? Was ist? Jetzt ernsthaft? Was denn? Ist doch dein Scheiß ernst? Ich wollte mal testen, wie hoch man sich bauen kann, ja? Das geht gerade so am schnellsten. Scheiße. Oh Gott. Ich sehe dich auch immer weiter bauen, okay. Noch habe ich Rohstoffe. So, da hinten sag dir Bescheid, wenn die Luft knapp wird, ne? Ah ja. Scheiße, Mann. So, hier ist die andere Station. So, machen wir das Ganze mal so. Dürfte eigentlich soweit jetzt funktionieren. Mal gucken, wie das dann läuft. Dann brauchen wir noch den Bohrer hier hinten. Vom Bohrer aus dem Förderband, welches dann hier reingeht. Ich weiß gar nicht, welcher das jetzt war. Was? Du bist jetzt bist runtergefallen. Ich habe fast nur einen Schritt fehlte noch. Oha. Dann wäre es tatsächlich passiert. Scheiße. Das war knapp gerade. Eieiei. So, die LKW-Station stehen. Wo ist denn der eine LKW von uns, den wir hier haben? Ja, da ist auch Sprit drin. Der ist da wie immer halt. Kennt man ja. Ist das jetzt ein LKW gewesen oder war das ein anderes Fahrzeug? Es gibt doch nur so ein Fahrzeug. Wir haben eine Schlepper, okay. Bisher können wir nur sowas bauen, soweit ich weiß. Dann fahre ich die Kollegen mal gerade darüber. Mach das. Ui. Nein, mir fehlen Rohstoffe. Das ist wie unerwartet. Ich muss so weit runter. Boah. Hätte ich lieber eine Straße hochgebaut, dann wäre ich jetzt vom Fahrzeug hoch und runter gefahren. Dauert ja Ewigkeit. Wie hoch das so. Halt einfach ist. Texturen, die rennen erst auf dem halben Weg hier hin, ne? Was? Als ob. Gott. Ja, zum Teil. So, wo ist der Bohrer? Funktion, ne? Ja. Welchen nehmen wir denn? MK1 oder MK2? Was macht denn der MK2 anders als der MK1? Ist der einfach nur schneller? Ressourcenzahl, ja. Der MK1 hat 60, der MK2 120. Mach erstmal MK1, wir bleiben erstmal überall auf MK1. Okay, dazu brauche ich. Später, wenn wir alles erneuern, dann können wir auf MK2 wechseln. Jo. Mal gucken, ich dürfte doch hier was haben, oder?
wollte ich jetzt gucken. Beton und. Wo haben wir noch so einen Miner? Haben wir davon einen? Nee, ne? Nein, musst du leider. Wo brauche ich den nochmal? Brauche ich den hier? Ja. Brauchst du. Ja. Kupfer, Draht und Eisenplatten. So. Eisenplatten. Kupfer, Draht. Kann man sich später Teleporter bauen? Ich würde meinen wünschen. Geht das? Keine Ahnung. Nee, wir haben ja diese Sprungflächen, die brauchen wir später, ne? Ja, klar. Unbedingt. Für große Distanzen, also das ist ja gerade in die Höhe. So, den Kollegen habe ich. Fehlt da noch Beton? Haben wir hier noch Beton? Nee. Du weißt auch, wohin ich mich bauen will, oder? Einfach in den Himmel, oder? Nicht ganz. Hast du den Berg da oben, oder was? Bei dem Weltraumlift, dieser Plattform da oben. Achso, ja, wenn du da hochkommst, ja, dann bauen wir zwei Kurvenstück und bau da mal hoch. Ja, hab ja schon eine Kurve, ich versuch's gerade. Ich weiß halt nicht, ob das geht. Ob man da überhaupt stehen kann da oben. Wieso kann ich hier keine Blätter aufnehmen? Okay, das geht also irgendwo nicht. MK1. Und das Bauen geht weiter. Kann aktuell leider nur 400 Platten aufsetzen, ne? Nur. Ah, ich glaube, ich habe zu wenig Platten dabei für ein Förderband. So ein Mist. Von den Eisenstäben haben wir richtig viel im Moment, ne? Achte am besten immer darauf, dass die Lager beide gleichmäßig entleert werden, weil das rechte Lager war vorhin voll, ne? Was für ein Lager? Bei den Eisenstäben. Das linke Lager war halb voll, das rechte war komplett leer, komplett voll. Okay. Habe ich aber gerade schon ausgesehen. Weil doof, wenn das eine gefüllt wird, ne? Also voll ist, ja, klar. Wird ja nichts mehr produziert. Achso, du bist die quasi Dinger. Förderband. Nein, ich hab zu wenig Material dabei. So eine Scheiße, wieder hin und her laufen. Brauchen die eigentlich noch Strom? Ja, die brauchen noch Strom. Das heißt, das Kabel kann ich auch noch direkt mitnehmen. Wenn ich nicht noch. Kann ich nicht noch Kabel? Ah, das wird nicht reichen. Den ist der Massen, das reicht auf keinen Fall. Ich kann keine Blätter mehr aufsammeln. Warum? Keine Ahnung. Das Spiel ist ja generell mega verpackt bei mir. Und ich glaube noch ein paar. Achso, ja. Ich glaube, wir brauchen bald neue Lagercontainer hier draußen. Für? Habe ich alles? Für die, wie heißen sie? Rohre und Stahl und so weiter. Also für unsere Stahlverarbeitung. Ja, gut, das kriegen wir einfach hin, ne? Ja, das geht relativ zügig. Ja, die kann man ja auch übereinander stapeln, ne? Ja, ja. Geht. Nicht einfach. So. Ich würde echt gerne wissen, wie ich dann jetzt die Dinger hier konfiguriere, dass sie hier Zeugs hin und her fahren. Strom. Das sind die Stromleitungen. Jetzt theoretisch schon mal produzieren. Also, ich sehe unten auf dem Boden gar nichts mehr. Perfekt. Ach du Scheiße. Ich hab gerade mal hochgeguckt, das sieht ja schlimm aus. Kannst du mich noch sehen eigentlich? Ich sehe noch, also ich zumindest bin über den Wolken. Ich sehe zumindest die Stellen, wo du baust.
Also ich bin über den Wolken, ne, aktuell. Ich würde dir empfehlen, mal hochzukommen, aber vorher bitte alles aus deinem Inventar zu tun. Ja, kannst du nämlich einfach runter. So, der soll hier laden. Ich muss gerade mal ein bisschen gucken, weil... Okay. Warum macht der sie nicht weiter? Der soll doch... Na, oder muss jetzt hier erst der LKW stehen dafür? Oder braucht der erst noch Brennstoff? Keine Ahnung. Verstehen tue ich das noch nicht. Bleib! Das war knapp. Also wenn du stirbst, sag einfach nur Bescheid, ne? Naja, ich verliere in dem Sinne nichts, ne? Es sei denn, ich falle irgendwo neben, ne? Ja gut, das wäre... Also wenn ich in den Abgrund falle, wie du es schon zweimal getan hast, ne? Was? Sag aber nicht an mir. So, was wollte ich? Jetzt hast du mich rausgebracht, scheiße. Brennstoff wollte ich von. So, ist das schon die Höhe? Nein! Boah, wieder ganz knapp, ey, Hilfe! Also irgendwann mache ich den Schritt, ne? Aber ich merke es schon. Scheiße, das ganze Gerät auch noch schön wieder abbauen, ne? Warum? Wer sagt das denn? Weil das vielleicht ein bisschen blöd aussieht alles. Aber wieso lagert der denn jetzt nicht? Das verstehe ich irgendwie nicht. Der müsste doch jetzt eigentlich zwischenlagern. Okay. Und wie kann ich jetzt die Dinger programmieren? Wie gesagt, ich habe das noch nie gesehen und noch nie gemacht. Ich kann dir da nicht helfen. Ich soll nicht mal runterkommen und mir das selber durchlese, aber ja. Wenn ich es noch an einem Stück runterschaffe. So, ich warte, ich gehe nochmal rüber zum LKW. Vielleicht kann ich diese auch erst am LKW einstellen. Auf jeden Fall muss ich jetzt noch die Produktion anschließen an dem Förderband. Das heißt, ich brauche hier hinten eigentlich noch einen Teil zu kombinieren. Ich muss die Anlage ein bisschen umsetzen, so eine Scheiße. Was hast du gefragt? Hat ich was gefragt? Was? Ja, ich meine, du hast irgendwas gefragt gehabt. Ich meine nur, dass ich dir im Moment nicht helfen kann dabei. Achso, okay. Und ich nicht weiß, ob ich an einem Stück runterkomme. Was wollte ich jetzt machen? Scheiße. Förderband muss ich anschließen? Ah ja. Brauche ich das Ding hier? Nein, das Ding baue ich im Inventar. Logistik. Fusionator brauche ich. Habe ich alles dabei, cool. Muss ich mal kurz unsere Kupferproduktion ändern. Ups, das sollte nicht passieren. So, wo ist hier der... Erstmal den hier, Förderband-Fusionator. So, will ich den haben. Hier brauche ich jetzt den anderen Kollegen, den... Wo ist er? Schmelzer. Also, könntest du mal hochkommen? Jede Sekunde. Weil... Oh, das gibt glaube ich keinen, das gibt glaube ich keinen. Du machst für mich mal einen Test. Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Ach so, das. Du Hurensohn!
So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!